In diesem Beitrag präsentiere ich Ihnen die Funktionalitäten des Taschenjobs in SolidCAM Express. Der Taschenjob bearbeitet entlang einer oder mehrerer geschlossener Konturen. Die Strategien können dabei von konturparallel über Zickzack oder offene Tasche variieren. Zunächst einmal möchte ich an diesem Bauteil noch einmal das Anlegen eines SolidCAM-Bauteils demonstrieren. Dieses Bauteil ist komplett gezeichnet worden in SolidWorks. Wir sehen an der linken Seite die verschiedenen Feature und die Skizzen dazu. Und wir werden nun mit SolidCAM neu fräsen, das Ganze zunächst einmal anlegen. SolidCAM Express wird nun gestartet und zunächst einmal wird über den Neue Frästeildatendialog das CAM-Bauteil angelegt. Entweder in den voreingestellten Arbeitsordner oder in den Ordner, in dem sich auch das SolidWorks-Bauteil befindet. Ich bestätige das Ganze mit OK und in diesem Moment wird nun aus dem SolidWorks-Bauteil ein SolidCAM-Bauteil. Bevor wir nun direkt mit der Programmierung beginnen, haben wir an der linken Seite die CAM-spezifischen Daten einzugeben. Mit welcher Steuerung wir arbeiten möchten, in diesem Falle eine ITNC 530 Steuerung, und an welcher Position unser Nullpunkt liegen soll. Über Nullpunktdefinition wählen, haben wir nun die Möglichkeiten, mit verschiedenen Funktionen einen Nullpunkt anzulegen. Fläche am Modell und dann Ursprung platziert auf Ecke oder Mitte, in diesem Falle Zentrum, haben wir als Auswahl. Über die Funktion Ecke der Modellbox klicke ich einfach hier eine Fläche des Bauteils an und 90 Grad zu dieser Fläche wird mir unser Nullpunkt für die Fräsoperation erstellt. Z, X, Y. Ich habe die Möglichkeit über Ursprung wählen, den Nullpunkt zusätzlich noch an jede andere Bauteilecke dieser imaginären Box zu legen. Das kann oben, unten, rechts, links, in der Mitte einer Fläche sein. In diesem Falle wird unser Nullpunkt aber an die Ecke des Bauteils gelegt. Ich bestätige das Ganze mit OK und der Nullpunkt wird nun über Werkzeug Startebene, Rückzugsebene, obere Teilebene und untere Teilebene mit OK bestätigt und wir haben den ersten Nullpunkt somit angelegt. Ich bestätige das Ganze nochmal mit OK und wir kommen zurück in unseren Frästeil-Datendialog, in dem nun zunächst einmal das Rohmodell ausgewählt wird. Unter Rohmaterial bestimmt über haben wir auch mehrere Funktionalitäten. Wenn das Rohmodell als 3D-Körper vorliegt, können wir die Funktion 3D-Modell wählen, nutzen. Über Box können wir eine Box um das Teil erstellen. In diesem Falle möchte ich aber über die Funktion Begrenzung 2D arbeiten. Klicke auf den Button Wählen und habe nun die gleichen Möglichkeiten wie in einem Profil- oder Taschenjob, eine Kontur festzulegen, die die Außenkontur des Rohteils beschreiben soll. Hierfür drehe ich das Bauteil einmal um, klicke in diesem Beispiel die Körperkante an und möchte nun eine Kontur erstellen bis zu genau diesem Endpunkt. Hierfür nutze ich nun die Option Auto bis und danach Auto konstant Z. Klicke diese Kette an und mir wird bis zum Endpunkt dieser Kette eine Geometrie erstellt. Nun möchte ich das Ganze von hier nach dort schließen. Da wir hier keine Kontur haben zum Anklicken, nutze ich einfach die Funktion über Punkte und klicke dann diesen Endpunkt an und mir wird automatisch diese Kontur von SolidCAM geschlossen. So annehmen ja, schließt die Kontur und wir haben eine geschlossene Kontur für unser Rohteil. Über Zeige OpenGL habe ich jederzeit die Möglichkeit, mir das Rohteil anzuschauen. Die Höhe dieses Bauteils holt sich SolidCAM aus dem Nullpunkt-Datendialog.
Über Fertigmodell wird nun noch einfach das 3D-Modell im Arbeitsbereich angewählt. 3D-Modell wählen. Ich klicke das Bauteil irgendwo an. Ich bestätige das Ganze. Der Solid-Körper ist erkannt. Bestätige im nächsten Fenster den Namen noch einmal. Und wir haben alle CAM-spezifischen Daten angelegt. Ich kann die Fossatierungstoleranz noch einmal auf unseren Standardwert von 100stel Millimeter einstellen. Dieser Wert ist für die Darstellung des Roh- und Fertigmodells in der Simulation zuständig. Außerdem habe ich die Möglichkeit, unter Werkstück Material unserem Bauteil ein Werkstück zuzuweisen, ein Werkstück Material zuzuweisen, zum Beispiel C45. Dies hat später Auswirkungen auf unsere Schnittgeschwindigkeit bzw. Vorschub. Ich bestätige das Ganze mit OK. Und das Bauteil ist nun komplett in SolidCAM Express angelegt. Ich werde nun zunächst eine Tasche programmieren, zickzack, für diesen Bereich. Hierfür erstelle ich nun einen neuen Taschenjob mit der Funktion Tasche. Sie sehen, das Bearbeitungsfenster ist komplett das gleiche wie beim Profil- oder auch beim Planfressjob. Auch die Vorgehensweise ist komplett dieselbe. Im Geometriefenster wird zunächst der Nullpunkt und die Geometrie an sich gewählt. Unter Werkzeug habe ich die Möglichkeit, mir ein Werkzeug für diesen Fressjob einzubinden. Unter Ebenen wähle ich die Bearbeitungsebenen, in denen diese Tasche sich befindet. Unter Technologien habe ich dann Möglichkeiten zu beschreiben, ob ich diese Tasche zum Beispiel Kontur, Zickzack bearbeiten möchte, mit Aufmaßen, ja, nein, und wie ich in die Tasche eintauchen möchte, zum Beispiel senkrecht oder aber auch schraubenförmig, helixmäßig. Beginnen wir zunächst mit der Geometriedefinition. Der Nullpunkt ist in der Maske automatisch enthalten. Wir arbeiten mit 0.1 an der Ecke des Bauteils. Über Geometrie wählen habe ich nun die gleichen Möglichkeiten wie im Profiljob, Geometrien für Taschenbearbeitung diesen Jobs hinzuzufügen. Über Kurve und naheliegende Ecken, über geschlossene Ketten und über Punkte. Über Kurven ist die Standardfunktion, ich wähle eine Körperkante an und kann jetzt alle anderen Kurven nacheinander anwählen, bis die Kette geschlossen ist. Ich bekomme dann von SolidCAM eine Meldung, so annehmen. Ich bestätige das Ganze mit OK und habe meine erste Taschengeometrie über das Anklicken direkt hinzugewählt. Die Kette 1 ist nun in Liste der Ketten hier zu sehen. Ich bestätige das Ganze mit OK und wir haben die erste Geometrie für einen Taschenjob ausgewählt. Das Werkzeug. Über Werkzeug wählen habe ich Zugang zu meinem Teile-Werkzeugkatalog. Dieser Werkzeugkatalog ist leer. Ich habe nun zwei Optionen, hinzufügen oder importieren. Über hinzufügen habe ich nun die Möglichkeit, mir manuell einen Schaftfräser mit dem Durchmesser 6, 8, 10 manuell hinzuzufügen, die Schnittdaten zu beschreiben und so weiter. Über importieren gelange ich direkt in meine installierten Werkzeugkataloge in meinem voreingestellten Pfad. Sie sehen, hier sind verschiedene Werkzeugkataloge schon voreingestellt und unser in einem anderen Beispiel gezeigter Werkzeugkatalog Express ist hier direkt enthalten. Wenn ich mit der rechten Maustaste in dieses Feld klicke, habe ich die Möglichkeit, alle Werkzeuge dieses Werkzeugkatalogs in meinen Teile-Werkzeugkatalog zu kopieren. Alle Werkzeuge wurden exportiert. Schließen. Nun habe ich meine Werkzeuge in meinem Teile-Werkzeugkatalog. Wähle ich nun ein Werkzeug, zum Beispiel diesen Schaftfräser Durchmesser 10, kann ich ihn über Schnittdaten manuell anpassen. Oder, wenn Sie sich noch daran erinnern, haben wir am Anfang diesem Werkstück ein Material zugewiesen, dies automatisch über eine Schnittdatentabelle zu machen. Hier sind die voreingestellten Schnittwerte für das Material C45.
Durch die Auswahl C45 sind mir hier meine Schnittdaten diesem Werkzeug schon zugewiesen. Umdrehung pro Minute und Vorschub Millimeter pro Minute. Ich habe natürlich die Möglichkeit, jederzeit die Daten manuell noch zu ändern. In der Registerkarte Ebenen wähle ich nun die obere Jobebene und die Taschentiefe aus. Die Rückzugsebene und der Sicherheitsabstand wird genau wie im Profiljob über die Einstellung des Teils und die Kammeinstellung in die Maske dieses Jobs transferiert. Obere Jobebene ist der Wert, mit der wir mit der Bearbeitung beginnen, bei Z0. Die Taschentiefe steht standardmäßig immer auf der kompletten Höhe des Bauteils, in diesem Falle 21,9 mm. Die Tiefe der Tasche wird also in diesem Falle abgeklickt. Ich klicke hier einfach auf die untere Fläche der Tasche und mir wird ein Wert Z-10 hier angezeigt. Ich bestätige das Ganze mit OK und die Taschentiefe wird ins Feld übertragen. Sie sehen, der Wert ist rot geworden. Dies bedeutet, dass die Taschentiefe nun assoziativ zum CAD-Modell ist. Ändert sich später diese Tiefe im CAD-Modell selber, ändert sich auch dieses Taschenprogramm. Unter Zustellung wird mir meine Z-Zustellung für diesen Taschenjob eingestellt. Wir ändern das Ganze mal in diesem Falle auf 4 mm und möchten mit einer gleichen Zustellung arbeiten. Das bedeutet, der Wert 4 wird für die Höhe von 4 mm vermittelt. Unter Technologie stehen mir nun verschiedenste Möglichkeiten zur Verfügung, diese Tasche zu bearbeiten. Unter Technologie zunächst das Zickzack-Bearbeiten, die Konturbearbeitung oder auch das Tauchfräsen. In diesem Falle möchte ich zunächst einmal diese Tasche Zickzack bearbeiten. Wir arbeiten automatisch mit einer Überlappung von 65%. Dieses ist die XY-Zustellung. 65 ist ein Standardwert, der vom User verändert werden kann, entweder prozentual oder mit einem Wert, den man hier selbstständig eingeben kann. Aufmaß an. Hier hat der Benutzer die Möglichkeit, an Wand, Insel und Boden ein Aufmaß vor der Schlichtbearbeitung einzustellen. Außerdem unter An- und Rückfahren noch die Möglichkeit, eine Eintauchoption, zum Beispiel in diesem Falle eine schraubenförmige, und eine Rückfahroption einzustellen, zum Beispiel Bogen. Bedeutet, wenn die Bearbeitung an der Wand außen fertig ist, fährt das Werkzeug mit einem Bogen in die Mitte zurück von 2 mm und zieht dann in Z hoch. Eintauchen senkrecht, Winkel in einer Rampe oder aber schraubenförmig. In diesem Beispiel, mit der wir mit der Technologie Zickzack arbeiten, stellen wir das Ganze auf senkrecht. Speichern, berechnen und simulieren. Genau die gleichen Möglichkeiten wie auch beim Profiljob. Sie sehen die Zickzack-Bearbeitung. Mir wird nun in Richtung der X-Achse diese Tasche zickzack ausgeräumt. Stellen wir das Ganze noch in der Volumensimulation dar. Das Werkzeug kommt von oben, taucht an der oberen Seite ein und bearbeitet dann im Zickzack diese Tasche.